bei den Two Youths einfach den ersten Platz gemacht, was richtig krass ist, weil wir mit unserer Trainerin Sunny diese Choreo in 3 Wochen gelernt haben und oh mein Gott, Bundesfinale, wir werden jetzt richtig, richtig ackern, ne? Akrobatische Höchstleistungen, tolle Choreografien und eine Spitzenstimmung. Kurzum, die Landesmeisterschaften der Two Youths Stars und Rendezvous der Besten 2019 fanden natürlich auch in diesem Jahr wieder statt. Und zwar am 23. März, am vergangenen Samstag, in der ausverkauften Gretel-Bergmann-Halle. Organisiert wie immer vom Berliner Turn- und Freizeitsportbund. Und wie in jedem Jahr traten auch diesmal zahlreiche Teams aus verschiedenen Berliner Vereinen an. Zusammen, um hier nun endlich zu zeigen, was in den letzten Wochen und Monaten so einstudiert wurde. Weil die jungen Künstlerinnen und Künstler haben alle zusammen einen tollen Tag. So richtig schön im Team. Das hat echt zusammengeschweißt. Man lernt sich besser kennen. Also, und man macht zusammen Phasen durch, wie die man zum Beispiel mit der Familie vielleicht nicht auch macht. Sondern man freut sich zusammen und man ist sozusagen eine Familie, oder? Ja. Die Teams waren unheimlich kreativ und haben natürlich alle zur Verfügung stehenden Mittel ausgenutzt, um das Publikum in der ausverkauften Gretel-Merkner-Halle so richtig zu begeistern. So von Verwandten und alles haben wir alle Sachen zusammengetrommelt und dann halt so Zwiebellook sozusagen gemischt. Und jeder hat etwas mitgenommen und Schminke haben wir im Internet so ein bisschen geguckt und wie man das so machen könnte. Das Publikum ist richtig gut mitgegangen. Sie haben angefeuert, die Gruppen, die sich halt jetzt auch qualifiziert haben. Bei den Two Youths Stars erfolgte die Qualifikation für das Bundesfinale über die Podestplatzierung. Die strahlenden Sieger des Tages kamen vom Team Special Effect vom PSV Olympia Berlin. Mit ihrer großartigen Vorführung, ein königlicher Traum, überzeugten sie anscheinend nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury. Das zweite Finalticket sicherte sich Jolly Monsters vom TSV Spandau 1860. Wir sind zweiter Platz geworden. Wir freuen uns ganz doll. Also, es ist eine Ehre. Aufs Treppchen zu kommen. Also. Wir hatten heute beim Two Youths Stars den 3. Platz gemacht und wir sind super zufrieden, auch wenn wir natürlich das Finale knapp verpasst haben. Aber ich denke, wir haben alles gegeben und sind voll zufrieden. Wir haben Spaß am Tanzen, wir sind so unglaublich viele. Einfach schön. Zufrieden. Wir hatten jetzt 8 Gruppen im Landesfinale Two Youths Stars. Wir hatten jetzt 7 Gruppen im Rendezvous der Besten. Und das haben sich jetzt alle Gruppen auch qualifiziert und wir sind richtig zufrieden. Ausverkaufte Halle. Ja, fantastisch. Ein rundum voller Erfolg wieder einmal. Die Two Youths Stars und Rendezvous der Besten wieder bestens organisiert. Auch 2019 vom Berliner Turn- und Freizeitsport. Uns bleibt jetzt nur Daumen drücken und viel Glück wünschen den Siegern beim Bundesfinale.